Wissen Sie eigentlich, wie hoch Ihre Stromrechnung ist? Wahrscheinlich nicht, denn 70% aller Bundesbürger wissen nicht, wie hoch ihre Stromkosten sind oder ihr Stromverbrauch. Und das ist schade, denn man kann Strom sparen, Gutes für die Umwelt tun, aber auch Gutes für den Geldbeutel. Vielleicht schauen wir mal meine Stromrechnung an. Ja, hier ist meine Stromrechnung. 1548 Kilowattstunden im letzten Jahr. Mittlerweile ist es sogar noch weniger, 1500 Kilowattstunden. Aber wie viel ist es jetzt im Vergleich zu einem gleich großen Haushalt? Ich wohne in einem Zwei-Personen-Haushalt. Durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt hat einen Stromverbrauch von über 3000 Kilowattstunden, also doppelt so hoch. Und das ist eine ganze Menge. Das ist auch sehr teuer. Man zahlt dafür als Zwei-Personen-Haushalt 300, 400, 500, 600 Euro Stromkosten pro Jahr. Über 10 Jahre sind es dann 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 Euro Stromkosten. Also eine ganze Menge. Bei mir ist es weniger. Ich zahle pro Jahr nur 300 Euro und über 10 Jahre nur 3000 Euro. Spare also 3000 Euro über die 10 Jahre oder 300 Euro pro Jahr. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, naja, das ist so ein Öko, der hat wahrscheinlich keinen Kühlschrank, keine Spülmaschine, keine Waschmaschine, deswegen kommt er auf so einen niedrigen Stromverbrauch. Aber weit gefehlt. In unserem Haushalt gibt es alles, was man heutzutage gerne hat und braucht. Ein Wäschetrockner, eine Spülmaschine, Festplattenrekorder, Espressomaschine und so weiter. Aber wie kommt es, wie kann man das schaffen, trotzdem nur halb so hohen Stromverbrauch zu haben wie ein vergleichbarer Haushalt? Ganz einfach, ich habe einfach Energiesparlampen reingedreht. Ich habe überall das unnütze Standby ausgeschaltet mit der Checkerleiste und ich habe über die Jahre, immer wenn ich ein neues Gerät gekauft habe, das energieeffizienteste Gerät gekauft. Also normalerweise mit der Energieeffizienz Klasse A oder im Falle von Kühlschrank mit A++. Sie finden Marktübersichten über solche energieeffiziente Geräte bei ecotop10.de. oder bei utopia.de. Und wenn Sie das genauso machen, dann sparen Sie eben 1500 Kilowattstunden Strom pro Jahr, eine ganze Menge. Und damit tun Sie Gutes für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel. It's not every sign that you see.